Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Grund der Verankert. Ich habe nochmal geguckt, ich glaube, Max Imre hat hier sogar irgendwann kommentiert gehabt, aber ich glaube, das finde ich jetzt nicht. Immerhin sind das ja auch 470 Kommentare. Wir reagieren heute auf Kaiser, der hat nämlich ein Video gemacht, Max Imre auf Wish bestellt. Sus. Leute, Sorry, 3000 damit Likes auf dieses. das Video und ich mach's. Wenn wir jetzt 3000 Likes auf dieses Video schaffen, lasse ich mir live im Video eine Glatze wachsen. Ich hoffe, ihr kennt alle Max Emre. Wenn nicht, dann war das gerade ein bisschen komisch. Max Emre ist ein TikTok-Künstler, wenn man das so nennen kann, der quasi dadurch bekannt geworden ist, dass er seine Zuschauer verarscht. Die klassische Max Emre-Masche ist halt, dass du dir einen Rasierer an den Kopf hältst und sagst, ja, bei einer gewissen Anzahl von Zuschauern rasierst du dir die Haare ab. Du machst es aber nie. Bei 7000 Zuschauern rasiere ich mir mit dem Messer die Glatze. 6100? Kommt schon, Leute, die ersten Haare wollen weg. 6500? Nee, 6300? Nee, 6200? Oder was steht da? Und ich war letztens mal wieder auf YouTube unterwegs. Ich habe mir natürlich nichts Böses gedacht. Und was sehe ich? Ein Video namens Neuer Max Emre Nachmacher vom YouTuber Darko Skin. Und ich denke mir, nein, oder? Kann es wirklich jemanden da draußen geben, der sich gedacht hat, Digga, die Karriere von Max Emre, geil, das brauche ich auch. Ja, wie heißt es so schön, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich habe mir gedacht, ich schaue einfach mal in das Video rein. An der Stelle, by the way, fettes Shoutout an den YouTuber Darko Skin. Ist ein echt geiles Video und ist ein echt geiler Kanal. Könnt ihr gerne mal abchecken. Nee. Der Typ, um den es aber heute geht, ist kein geringerer als Wildes Marius. Und der Name, der schreit schon von Qualitätscontent. Ich frage mich bei solchen Sachen aber wirklich, Digga, zahlt sich das überhaupt aus? Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um Wildes Marius, aka Max Emre auf Wish bestellt. Ich habe aber davor noch sowas wie eine Überraschung für euch. Nämlich habe ich ja vor kurzem gemeint, ihr könnt mir Vorschläge machen, was ich so in meinen Hintergrund stellen kann in meinem Studio. Und was für beschissene Ideen habt ihr? Glaubt ihr im Ernst, ich gebe Geld dafür aus, dass ich mir einen Aline Bachmann Pappaufsteller ins Studio stelle? Das habe ich schon gesehen, dass er den hat. Ja, absolut richtig. Ich habe mir hier den hier geholt. Aline, wenn du das siehst, es tut... Das ist so geil, Digga, wirklich. Ich feiere das. Ich feiere das so hart. Mir wirklich leid, aber das ist Demokratie. Das Ding ist halt, ich dachte mir, wenn ich mir den bestelle, dann war's das. Aber Freunde, es gibt ein Problem. Ihr müsst mir jetzt bitte ganz kurz zuhören. In dem Moment, wo ich die Bestellung für den Pappaufsteller aufgegeben habe, ist die Webseite abgestürzt. Und das Problem war, die haben mir erst die Rechnung mehrere Tage später geschickt. Und ich hatte keine Bestellbestätigung, deswegen dachte ich, ich habe nicht bestellt. Drum habe ich bei einer anderen Webseite noch eine bestellt. Freunde, was mache ich jetzt? Sieht das wenigstens gut aus oder so? Ich weiß nicht, vielleicht werde ich irgendwann einen davon verlosen oder so. Oder Just Neo kriegt einen zum Geburtstag. Ja, Bruder, ich weiß nicht, was du für weirde Vorstellungen hast, aber diesen Pappaufsteller kannst du dir mal querrektal einschieben. So sieht's nämlich aus. Dann haben die mir allen Ernstes noch so eine kleine Figur davon mitgeschickt. Also ich bin wirklich... Aber ich kann sogar noch einen draufsetzen. Nämlich habe ich die Situation so lustig gefunden. Und mir hat gleichzeitig auf Instagram die liebe Hanna geschrieben. Und sie hat gemeint, yo, kann ich nicht vielleicht Fanart für dich malen? Und ich habe gesagt... Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, Hanna... Boom! Ist das nicht das Geilste, was ihr je gesehen habt? Also for real, bitte, ich verlinke euch Hanna unten in der Beschreibung. Den könnt ihr gerne reinfolgen. Sie dachten, aus mir würde nie was werden. Tja... Sie hatten recht. Aber mal ganz kurz davon abgesehen, dass ich mit YouTube Money absolut nicht umgehe. Als gefährlich ist, als zumindest bei meiner Kamera ist das so, wenn ich bei diesen Kuchen-Talks-Hintergründen dieses große Foto im Hintergrund hatte, von Timo mal, dann war mal das Problem, dass das scharf gestellt worden ist und nicht mehr mein Gesicht, das war mal mega nervig. Kann. Schauen wir mal ganz kurz in den TikTok von Wildes Marius rein. Wow, Leute, ich habe gesehen, dass man Wasser in der Mitte durchsprechen kann und dann zwei Teile hat, aber es geht nicht, Leute. Guckt euch das an, ich hab gedacht, es wird funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Schreibt mal in die Kommentare und macht ein Stitch oder Duett. Ja, das ist der Boy. Auf TikTok wurde sein alter Account, glaube ich, gesperrt. Leider. Oder auch zum Glück. Auf TikTok macht er aber eigentlich eh nur Blödsinn. Also er hat so ein Format, wo irgendwelche Leute was kommentieren und da macht er so einen Rap darüber. Soll für Darko Skin einen Rap machen? Na klar kann ich das machen. Ich würde sagen, let us in go. Zippe, 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 boom. Darko Skin. Zippe, 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 boom. Darko Skin. Zippe, 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 boom. Max Emre. Zippe, 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 boom. Major Monogram. Was mich aber wirklich interessiert, sind seine Lives. Soll das lustig sein? Also ich weiß es irgendwie gerade wirklich nicht. Ist das jetzt Humor oder... Streams. Und in denen macht er quasi eins zu eins genau das, was Max Emre noch vor, weiß nicht, wenigen Wochen noch gemacht hat. Hier haben wir zum Beispiel wieder den Rasierer im Einsatz. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer haben, mache ich mir die Glatze. Wenn nicht, gehe ich offline und lösche meinen TikTok-Account. 7, 6, in 5 Sekunden, Leute. Macht euch alle bereit, in 5 Sekunden werde ich meine Augen öffnen. 600 Zuschauer, ich mache jetzt die Augen zu. 10, 9,
In 8 Sekunden werde ich meine Augen wieder öffnen. Wenn wir bis dahin die 600 Zuschauer haben, mache ich mir die Glatze. Ha, da schreibt sogar einer Max Emre. Das Ding ist halt, im Gegensatz zu Max ist Marius halt relativ unbekannt. Deswegen habe ich halt nur so ein paar Clips von seinen Livestreams und sowas. Aber bei Max gibt es ja wirklich die gesamten Livestreams auf YouTube zum Nachverfolgen. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit, weil ich habe mich immer gewundert, wie ist denn das, wenn du so einen Livestream von ihm siehst? Weil er sagt ja immer so, ja, okay, in 10 Sekunden rasiere ich mir meine Haare ab, bla bla bla. Aber wie kannst du das auf 30, 40 Minuten stretchen? Das heißt, ich werde jetzt in einer Sekunde die Augen wieder aufmachen. Naja, ich war mal so fein und habe mir... Der ist auch so schlimm, wirklich. Ne? ...so einen Livestream angeschaut und ich war Real Talk so angepisst. Und obwohl ich halt weiß, dass er es eh nicht machen wird, ja, war ich sowas von zornig einfach. Und ich habe mir gedacht, das Beste wäre, wenn ich euch damit auch den Tag versaue. Deswegen hätte ich mal gesagt... Ladison, go! In 7 Sekunden werde ich meine Augen wieder aufmachen. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer erreicht haben, schneide ich mir eine Glatze. Ja, vor allem, ich muss halt sagen, was ich halt Max Emre halt wirklich gönne, ist, dass der, glaube ich, bisher auf jeden Fall es nicht geschafft hat, Erfolg zu haben. Weil das ist genau das, was ich ihm damals schon in dem Video gesagt habe. Mit sowas schaffst du es vielleicht mal kurzfristig, halt Aufmerksamkeit zu bekommen, weil du halt Leute ja auch teilweise einfach abzockst. Du hast ja wirklich Leute abgezockt, so, ne? Hat wirklich Betrug begangen, indem er zum Beispiel gesagt hat, ja, wer jetzt am meisten spendet, wird Mod, und dann hat er das nicht gemacht. Ich glaube, er ist sogar auf Twitch gebannt, oder? Ist er auf Twitch gebannt, glaube ich? Weiß ich gar nicht. Aber da zum Beispiel hatte der ja sogar mal eine Zeit lang, glaube ich, so wenigstens 100 Zuschauer. Meine aber, dass er da jetzt auch nicht mehr aktiv ist. Ich weiß nicht mehr, ob der gebannt wurde oder nicht. Aber absolut verdient. Ich verstehe solche Leute einfach nicht. Es ist so klar, mit sowas kannst du keinen langfristigen Erfolg haben. Und wenn das erste Kommentar, was ich sehen sollte, eine Beleidigung ist, gehe ich offline und lösche meinen TikTok-Account. Okay, das klingt doch nach einem Top-Deal. Ich muss einfach nur noch 7 Sekunden warten und dann kommt auch schon die Auflösung. Also, machen wir mal weiter. Also, 7, 6, 5. In 5 Sekunden werde ich meine Augen wieder aufmachen. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer erreicht haben... Ja, wenn wir die 100 Zuschauer erreicht haben, gib mal Gas. Ich will sehen, was passiert. Also, 5... 4, 3, in 3 Sekunden werde ich meine... Also 3, 2, in 2 Sekunden werde ich meine Augen wieder aufmachen. Also 3, 2, zweimal sage ich es noch für die Leute, die neu dazugekommen sind. Also 3. Digga, ich hätte da gar keinen Bock drauf, Alter. Wirklich, ich hätte da gar nicht den Nerv für und auch nicht die Konzentration, das 10 Minuten oder so zu machen. 2. Wie gesagt, Freunde, zweimal sage ich es noch. Also 3, 2. Und die letzte Zahl ist die Zahl Nummer 1. Das heißt, ich werde jetzt in einer Sekunde meine Augen wieder aufmachen. Wenn wir bis dahin die 100 Zuschauer... Mach deine scheiß Augen auf! Wie kann man fucking 7 Sekunden so in die Länge ziehen? Der ist ja schlimmer als die Freezer-Saga in Dragon Ball Z, ey. Wisst ihr was? Wir sind schon bei Sekunde 1. Wir schauen einfach mal weiter. Das heißt, ich werde meine Augen jetzt wieder aufmachen. Ich bin gespannt, ob wir die 100 Zuschauer erreicht haben. Ja oder nein? Na 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 na, Jason. Auf die Plätze, fertig und los. Hallo? 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 Ja, eigentlich eh. Hallo. Hallo. Was habe ich mir schon erwartet? Hallo? 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 Er hat zu dem Zeitpunkt 3000 Zuschauer und tut so, als hätte er einfach keinen Internetempfang mehr. Und dann fängt er wieder von vorne an. So, wie viele Zuschauer haben wir? Ich sehe es gerade nicht. Hallo? Und bei Marius ist es eigentlich genau das gleiche, nur dass er halt nicht so viel Reichweite hat. Aber einfach nur die gute alte Rasiermaschine auszupacken, wäre halt einfach nicht genug. Er klaut auch noch andere Methoden von Max. Zum Beispiel, Max hat die Leute immer in seinem Livestream so provoziert und so. Und dann hat er gesagt, yo, ich rufe jetzt die Polizei, wenn ihr nicht aufhört zu beleidigen. Halt mit der Intention, dass halt mehr Leute rein kommentieren. Beleidigungen sind ganz böse, Leute. Keine Beleidigungen im Stream. Ja, vor allem, ich finde, du merkst halt zum Beispiel bei dem, also du merkst halt wirklich, dass das Max Emre auf Wish ist. Also ich finde, der hat so gar keine eigene Persönlichkeit, der hat auch irgendwie so gar kein Selbstbewusstsein, der bringt das auch nicht wirklich gut rüber. Ich meine, man kann ja wirklich über Max Emre sagen, was man möchte, aber der Typ hat das schon gut rübergebracht. Also so, ne, das hat er schon gut gemacht, so, das muss man fairerweise halt dazu sagen, auf jeden Fall, ne. So, und du merkst halt bei dem, dass es einfach eine billige Nachmache ist. Dankeschön, liebe Käseanwalt, für 1 Euro, unser Mann schon droppt keine falschen Sagen. Und er hat einen tollen Uni-Abschluss, das will ich auch nochmal dazu sagen. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Ich rufe jetzt die Polizei, Leute.
Er hat beleidigt. Ich rufe jetzt die Polizei, Leute. Jesus Maria, was ist das für ein Telefon? Läuft schon wieder Max Emre 2. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn eh jeder checkt, dass das eine schlechte Kopie von etwas Schlechtem ist, warum hat er dann so viele Zuschauer? Schaut euch jetzt nochmal die Live-Zuschauer an. Das Video ist nicht geschnitten. Das geht in fucking Echtzeit so schnell rauf. Und dann wundert es mich halt auch nicht, dass es solche Leute wie Marius gibt, weil wenn halt nur 1% von den Leuten, die da zuschauen, irgendwas spenden, dann hast du halt schon easy Cash gemacht. Aber nachdem ich jetzt ein Video über den Boy mache, wird es natürlich Leute geben, die sowas sagen wie, yo, der Typ will halt nur, dass solche Leute wie du ihm die Aufmerksamkeit schenken, der will ja nichts anderes. Und dazu muss ich halt zwei Sachen sagen. Also erstens, das ist Quality Content und den werde ich nicht einfach so liegen lassen. Und ja, ich finde generell das Argument doof. Ja, der will ja nur diese Reichweite. Also ich meine, im Endeffekt will ja Kaiser auch Reichweite, also davon mal ganz abgesehen, ne? Und der hat ja auch, also macht ja auch Spaß dann Videos über solche Personen zu machen, das ist ja halt auch klar. Und so nicht darüber zu sprechen, macht es halt im Endeffekt auch nicht besser, weil die Leute gucken es sich ja trotzdem an. So, also der Typ hat jetzt ja nicht den Erfolg, weil Kaiser darüber berichtet hat, sondern so funktioniert TikTok einfach, ne? Das geht halt bei den Zuschauern so schnell hoch, ne? Weil, weiß nicht, du siehst es halt auf TikTok und denkst dir so, ey, ne, der schneidet sich gleich die Frisur, da bleibe ich mal drin. So voll viele Leute sind getriggert, wollen ihn dann irgendwie beleidigen, fertig machen, whatever so. Und bleiben dann halt im Livestream und dann geht es halt logischerweise immer weiter hoch. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Leute, die das weiterleiten und so weiter. Von daher, weiß ich nicht, bringt das sowieso nichts, sowas zu ignorieren. Also davon mal jetzt abgesehen. Zweitens, ja. Ich weiß halt, dass meine Community aus intelligenten Leuten besteht. Und wenn jetzt wirklich irgendwer rübergeht und ihm donatet, dann ist fucking niemand schuld, außer der Typ selber, der donatet hat. Weil ich meine, warum? Weißt du, ich rede so über Geld und wie man es nicht aus dem Fenster hauen soll. Aber wenn wir schon beim Thema Geld sind, das ist eine Top-Frage, wie viel man damit eigentlich verdienen kann. Auf YouTube verdienst du halt entweder durch Werbung auf deinen Videos, durch Sponsoren in deinem Video quasi oder halt durch Kanalmitgliedschaften. Weil halt manche Leute gefragt haben, das letzte habe ich halt zum Beispiel nicht, also mir könnt ihr nicht irgendwie spenden oder so, weil ich lebe halt nicht von YouTube, ich habe halt noch einen Vollzeitjob und halt, ich bin quasi nicht darauf angewiesen im Moment. Auf TikTok gibt es aber keine Werbung, sondern maximal Sponsoren, ne? Aber die findest du eigentlich auch fast nie, weil TikTok-Views halt eigentlich so gut wie nichts wert sind. Ich glaube, das wird funktionieren. Das heißt, die einzige Einnahmequelle von solchen Leuten sind halt Donations. Leute spenden ihm zum Beispiel, um bei ihm Moderator zu werden, das heißt, sie können dann andere Kommentare wegbannen oder keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, warum er das überhaupt machen wollen würde, aber gut, es gibt Leute, die das machen. Gut. Und ein Dude meinte, er hat Max über 600 Euro donated und ihm wurde trotzdem am nächsten Tag der Mod-Status wieder entzogen. Dann habe ich mit ihm ein Match gemacht. Ja, natürlich habe ich ihm gespendet. Natürlich. Was ich habe ihm locker fast 600 Euro gespendet. Und dann heute Morgen, dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Moderator war weg, er hat mir nicht mehr gefolgt. Er sagt, du bist nicht mehr bei mir aktiv. Wenn ich bei ihm nicht aktiv bin, was bedeutet das im Umkehrschluss? Das heißt, ich muss ihm jeden Tag ein Auto spenden, damit ich Moderator bleibe? Leute, ihr dürft so einen Scheiß im Leben nicht unterstützen. Ja, ach. Und das ist ihm eingefallen, nachdem er 600 Euro donated hat. Ey, Junge, wirklich, also manche Menschen wollen noch einfach abgezogen werden, wirklich. Oder er bettelt halt einfach für Geld. Ich weiß nicht, ob ihr noch erinnern könnt oder nicht, aber da gab es ja mal so den Skandal, dass er eine PS5 haben wollte und er hat so einen PS5-Counter gehabt, also quasi, stimmt, wenn die maximale Anzahl an Geld erreicht ist, irgendwie 500 Euro oder so, dann ist der Ding fertig. Er hat dann aber die 500 Euro erreicht und hat dann ganz einfach den Counter wieder auf null gestellt. Und die Leute haben einfach weiter donated. Ich weiß halt nicht, woher das kommt. Aber das ist halt auch der Grund, warum es Leute wie Wildes Marius gibt. Weil es einfach Leute gibt, die donaten. Aber bevor er das jetzt macht, gell, es gibt halt genug Risiken, die damit verbunden sind. Also erstens mal, nach ein paar Wochen sollte ich eh schon jeder kennen auf TikTok und keiner wird mehr donaten. Wenn du Leute scamst, dann kannst du auch angezeigt werden. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die da schon ganz gut Geld machen. Also ich glaube, Max Emre hat ja auch mal erzählt, dass er damit so 2.000, 3.000 Euro, glaube ich, pro Stream im Monat, ich glaube im Monat oder so gemacht hat, ne? Ich weiß nicht, oder 5.000 Euro im Monat. Ist halt schon krass, ne? Gerade wenn du halt von 0 auf 5.000 hochgehst. Aber wie gesagt, das ist halt nichts Längerfristiges, ne? Das ist genau wie Kaiser sagt. Sowas läuft einen Monat oder vielleicht zwei auch mal ganz gut, aber danach halt logischerweise nicht mehr, ne? Werden. Und außerdem ist halt dein kompletter Ruf gefickt. Glaubt ihr, Max Emre bekommt jetzt noch irgendwo einen Job? Du musst nur seinen Namen googeln und das Erste, was kommt, ist TikTok-Betrüger, TikTok-Abzocker und PS5-Bettler. Ja, ich glaube aber nicht, dass Max Emre sein echter Name ist, oder? Aber im Fall von Marius ist es halt einfach nur Aufmerksamkeitsgeilheit, was halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das halt gut ist oder nicht. Aber eins muss ich ihm schon lassen, er hat manchmal schon ein bisschen Humor, also ich will ihn jetzt nicht irgendwie loben oder so, ich finde das, was er macht, ist halt absolut scheiße, aber er, schaut euch dieses Video an. Eine Pusteblume. Ich weiß auch nicht. Glaubt ihr, man kann damit Geld verdienen, stimmt, oder man kann sich, wie Max Emre das machen wollte, damit eine Community aufbauen? Ich zweifle es stark an. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, meine Freunde. Lasst mich auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ja, sehr, sehr gutes Video. Sehr nice auf jeden Fall. Kann man so machen. Und wenn ihr mir jetzt
irgendwas donate, dann mache ich mir vielleicht auch eine Glatze. Ich überlege es mir aber. Ich darf es mir überlegen.